Ich freue mich, Sie zur aktuellen Ausgabe des Regionalmagazins begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier die Themen dieser Sendung. Der langjährige Leiter des Gymnasiums in Grimma, Dr. Göge, wurde verabschiedet. Wir waren mit der Kamera natürlich bei der Azubi- und Studienmesse. Und beim Sport, da gab es diesmal Volleyball. Und somit Zeit für die Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Nachrichten, hier die Meldungen. Mehr Arbeitslose im Januar. Das sei zwar zu erwarten gewesen, aber noch moderat für einen Januar, so die Meinung von Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg. Als Gründe stellte die Agenturchefin neben dem für den Winter unüblich milden Wetter auch die anhaltenden Bedarfe der Unternehmen heraus. So nahm die Zahl der neuen Arbeitslosmeldungen nach einem Beschäftigungsende im Januar gegenüber dem Vorjahr um rund 8% ab. Die Beschäftigungszahlen bleiben dabei stabil. Die Chancen für einen neuen Arbeitsplatz seien weiterhin sehr gut. Denn die Nachfrage der Unternehmen nach Personal ist anhaltend hoch, schätzt die Agenturchefin weiter ein. Im Landkreis Leipzig ist die Arbeitslosigkeit im Januar um 718 Personen bzw. 10,9% auf 7.332 Personen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 435 Personen bzw. 5,6% ab. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4%. Im Vorjahr waren es noch 5,8%. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II im Landkreis gesunken. So sank die Anzahl der Beschäftigungsgemeinschaften im Gebiet des kommunalen Jobcenters Leipzig im Vergleich zum Vormonat um 66 auf insgesamt 8.373. Es erhielten 13.502 Personen Leistungen nach SGB II. Die sind 233 Personen weniger als noch im Dezember 2019. Durch den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente im Berichtsmonat nahmen 685 erwerbsfähige Leistungsberechtigte an unterschiedlichen Fördermaßnahmen des kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig teil. Abfallgebührenbescheide 2020 angekündigt. Nach der Umstellung des Gebührenmodells 2019 werden in diesem Jahr rund 81.000 Bescheide zur Jahresendabrechnung 2019 und Vorausberechnung 2020 versandt. Allerdings bittet das Amt von Rückfragen abzusehen. Denn erfahrungsgemäß ist die telefonische Erreichbarkeit der Gebührensachbearbeiter in den ersten Wochen nach dem Zugang der Bescheide nur sehr eingeschränkt zu gewährleisten. Es wird empfohlen, Rückfragen per Post, Mail und Fax zu stellen. Die entsprechenden Kontakte finde man auf den Gebührenbescheiden. Auch die Stadt Colditz ist gerüstet für die Elektromobilität. Auf dem Markt befindet sich seit kurzem eine Elektroladesäule. Unauffällig gelegen sind zwei Parkplätze dafür reserviert. Elektrofahrzeughalter benötigen für den Gebrauch ein eigenes Kabel. Für die Zeit des Ladevorgangs fallen keine Parkgebühren an. Auf in die Verwaltung. Der Fachkräftemangel geht auch am Finanzamt nicht spurlos vorüber. Die sächsische Steuerverwaltung sucht Nachwuchs. Wie die Behörde mitteilte, sind für den Ausbildungsstart am 1. September 2020 noch Ausbildungsplätze zu Finanzwirten in der sächsischen Steuerverwaltung zu vergeben. Ab sofort kann man sich für die duale Ausbildung unter www.hsf.sachsen.de/bewerberportal bewerben. Neben Schülerinnen und Schülern, die im Sommer ihre mittlere Reife abschließen, sind auch Bewerbungen mit einem vergleichbaren Bildungsabschluss und Bewerbungen von Quereinsteigern ausdrücklich erwünscht. Mehr Infos gibt's im Netz unter www.nachwuchs-für-die-steuerklasse.de. Kita am Schwanenteich wechselt den Besitzer. Die AWO hat die Kita am Schwanenteich als neuer Träger ab 1. Februar übernommen. Der Betrieb ging nahtlos weiter. Jetzt hat sich die neue Leiterin vorgestellt. Die neue heißt Tina Braun. Die Sozialpädagogin zählt seit vielen Jahren zum Leitungsteam der Arbeiterwohlfahrt. Zuvor war sie seit August 2015 Leiterin der Kneipp-Kita Waldfrieden in Bad Lausick.
weniger Passagiere am Flughafen Dresden. Das Aus der Fluggesellschaft Germania hinterließ beim Flughafen der Landeshauptstadt seine Spuren. So lag das Passagieraufkommen durch den Germania-Effekt an den sächsischen Flughäfen 2,7% unter dem Vorjahr. Leipzig konnte allerdings wieder mit einem neuen Frachtrekord punkten. Es wurden 1,2 4 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Die Zahl der Flugbewegungen an beiden Airports ging um 1,8% auf 107.563 Starts und Landungen zurück. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem zugegebenermaßen nicht besonders schönen Wetter. Denn am Mittwoch erwartet uns ein kühler Regentag. In Grimma gibt es bei vielfach bedecktem Himmel zeitweilige Regenfälle und die Temperaturen steigen am Tage auf 3 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 1 Grad. Donnerstag hängt in unserer Region der Himmel verbreitet voller Wolken. Die Höchstwerte betragen maximal 5 Grad, die Tiefsttemperaturen der kommenden Nacht 2 Grad. Der Wind weht stark. Am Freitag lassen die Regenfälle allmählich nach. Nach derzeitigen Aussichten liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 35%. Die Höchsttemperaturen betragen zumeist 7 Grad, die Tiefstwerte der kommenden Nacht dann 3 Grad. Am Samstag, der Vormittag ist bedeckt, die Sonne hat kaum eine Chance, es soll aber nicht regnen. Am Nachmittag kommt bei stark bewölktem Himmel die Sonne nur gelegentlich hervor. Dabei werden während des Tages 6 Grad erreicht, nachts kühlt es dann bis auf 0 Grad ab. Aktionswochen bei OBI. 15% Rabatt erhalten Sie bis zum 29. Februar auf Ihre neue, frei geplante Küche im Küchenstudio von Ihrem OBI Grimmer. Von schlicht bis luxuriös, von gut und günstig bis hochwertig und edel. Lieferung und Montage selbstverständlich. Sichern Sie sich Ihren individuellen Termin und freuen Sie sich auf viele fantastische Vorteile bei OBI in Grimmer. Viele Momente im Leben wurden oft über Jahrzehnte liebevoll auf Videos oder Schmalfilmen aufgenommen. Doch all das kann irgendwann einmal unwiederbringlich verloren gehen. Sichern Sie sich daher jetzt Ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen für die Zukunft und lassen Sie sich Ihr Videomaterial digitalisieren. Egal ob VHS, Mini-DV, DV, Hi8 oder Super-8-Kassetten, einfach bei Muldenthal TV in der Langenstraße 3 in Grimma abgeben und bei der nächsten Familienfeier gemeinsam mit Freunden und Familie die alten Erinnerungen auf DVD anschauen. Besuchen Sie unsere Instagram-Seite Einkaufen in Grimma und lassen Sie sich von der Vielfalt der Grimma Innenstadt überzeugen. Also, fahr nicht fort, kauf im Ort. Ihr Foto ist zu schön, um es nur in Postkartengröße aufzubewahren? Wir bieten Sofortausdrucke bis A3. Ob matt oder glänzend, Urlaubsfoto oder Haustier, wir drucken es Ihnen direkt aus. Dazu bieten wir noch den passenden Bilderrahmen, um das Schmuckstück perfekt in Szene zu setzen. Der Muldenthal-Faschingsclub geht auf Angriff. Superhelden, Angriff der Veganer heißt das Motto. In gewohnter Manier gibt es am 15., 22. und 24. Februar ein Programm, bei dem wieder ein Highlight auf das andere folgt. Geht gemeinsam mit auf Angriff, traditionell im Kloster Nimschen. Die Tickets werden langsam knapp, diese gibt es bei Muldenthal TV. Egal ob Muldenthalhalle Grimma, Arena Leipzig oder Waldbühne Berlin. In unserer Event im Vorverkaufsstelle im Studio von Muldenthal TV können Sie Karten für alle bundesweiten Veranstaltungen kaufen. Von Rockkonzert bis Oper, von Musical bis Festival, von nationalen bis hin zu internationalen Stars. Da bleiben keine Wünsche offen. Wir beraten Sie gern in unserem Studio Lange Straße 3 in Grimma und suchen Ihnen die besten Plätze für Ihre Wunschveranstaltung. "14 Jahre hat er es geschafft, das Gymnasium in Grimma erfolgreich zu leiten. Jetzt geht er in den Ruhestand und wurde feierlich verabschiedet. Die Rede ist von Dr. Wolf-Dieter Göke. Die Aula im Säumehaus des Gymnasiums St. Augustin wurde voll. Im feierlichen Rahmen präsentierten die Schüler vielfältige musikalische Darbietungen, ob in kleiner Gruppe, Solo oder mit dem gesamten Chor. Soli Deo, Gloria, Soli Deo, Gloria.
Grund dafür war ein besonderer. Dr. Göke, seit 14 Jahren Kopf des Gymnasiums St. Augustin, wurde hier verabschiedet. Dafür versammelten sich zahlreiche Schüler, Gäste und Weggefährten. Neben den musikalischen Einlagen folgten viele Reden, in denen auf verschiedenste Weisen auf das Leben und Wirken von Dr. Göke eingegangen wurde. Hier war er Schulleiter in einer schwierigen Zeit an einem schwierigen Standort. Die Arbeit in Krimma war mit vielen Herausforderungen verbunden, sei es das Hochwasser, die Fusion zweier Standorte oder die Schulentwicklung. Der Umgang mit diesem Wandel verlangt nach einer hohen Kompetenz. Ralf Berger, Präsident des Landesamtes für Schule und Bildung, sieht diese in Herrn Dr. Göke. Er findet selten in seiner Laufbahn einen Schulleiter mit so vielen Fortbildungsnachweisen, selten einen so engagierten Mann, der das Schulleben prägt. Und Schule hat sich auch verändert. Und Schule hat sich nicht zum Negativen verändert. Oh Quatsch, wenn man heute sich hinstellen und sagt, alles wird schlimmer als früher. Nein, es ist anders. Und wir mussten uns darauf einstellen. Und sie haben sich diese Verantwortung immer gestellt. Und das nötigt mir großen Respekt ab, weil ich manchmal, wenn ich so die nächste Generation sehe, immer noch hoffe, dass es auch dort Menschen gibt, die nächste Generation, die auch einpacken, die einfach bereit ist, Veränderungen zu gestalten. Und das vorab als allererstes, à la Bonheur, ein ganz, ganz kurzes Dankeschön schon mal an dieser Stelle. Sie waren immer bereit, diese Veränderungen zu stellen. Dr. Göke hatte viele Ideen, die er im Haus lebte und weiterführte. Vielzählige Projekte, ob die Schule ohne Rassismus oder die Zusammenführung zweier Schulstandorte, stehen auf seiner Agenda. In seiner Einladung setzte Dr. Göke die Verabschiedung unter das Motto »Trauriges Zurückblicken oder Freudiges Vorausblicken«. Es ist ein Stück von beidem. In seiner Abschiedsrede blickte er nach vorn in einen Ruhestand, der für ihn als Buchautor mit vielseitigen Interessen wohl auch einem Vollzeitjob gleichen wird, aber auch zurück auf eine schöne Zeit mit vielen besonderen Erinnerungen. Unangefochten die Nummer eins der Dinge, die mir fehlen werden, sind die Schülerinnen und Schüler, deren emsiges Treiben in den Pausen, deren überwiegend freundliche Gesichter, deren Freude über Erfolge, deren Kreativität. Die Nummer zwei ist der Spaß an, in und mit der Schule. Ein Humor, der nicht planbar ist und eine schulspezifische Note besitzt. Da ist zum Beispiel die Begründung einer Mutter für den verhinderten Unterrichtsbesuch. Meine Tochter musste heute Morgen in die Theorie. Was lag da an Gedanken nahe? Ja, sie ist manchmal ein richtiges Ziel. Oder auch der Anruf im Sekretariat, bei der ein Schüler für den Unterricht des Tages entschuldigt werden sollte. Die verdachtschöpfende Sekretärin fragte nach und sagte, wer spricht denn da? Die Antwort lautete, na, meine Mutti. Viele weitere Punkte folgten aus einer bewegten Zeit. Es sind eben solche Anekdoten, die ihn auch bei den Schülern in guter Erinnerung behalten lassen. Ja, genau mit diesem Schmunzeln durften wir Sie, Herr Dr. Göke, an unserer Schule immer wieder erleben. Schmunzeln, Lachen, die Dinge einfach mal so schön nehmen, wie sie sind, bevor wir ihnen gleich schlechte Eigenschaften zusprechen. Ich glaube, an dieser Stelle können wir uns noch so einiges von Ihnen abgucken. Wo Schüler Ehrgeiz und Engagement aufbrachten, da war auch Dr. Göke. Die Schülerschaft will sich einen Teil von ihm erhalten. Es waren besonders die vielen kleinen Dinge gegenüber uns Schülern, die ihn für uns, aus unserer Sicht, zu einem ganz großartigen Schulleiter machten. Herr Dr. Göke begegnete uns immer auf Augenhöhe. Er hat uns Schülern jederzeit Vertrauen entgegengebracht und er gab uns das Gefühl, an der Schule etwas bewegen zu können, selbst respektiert zu werden. Er gab uns auch die nötigen Freiräume dazu. Dr. Göke gab viel in den vergangenen Jahren. An diesem Tag erhielt er aber auch sehr viel zurück. In Form von herzlichen Worten und Geschenken. Zur Ehre die goldene Augustinermedaille, viele persönliche Andenken, Blumen. In seinem Tageshoroskop steht, der tägliche Trott beginnt Sie zu langweilen. Die Sterne stehen für Veränderungen sehr günstig, also packen Sie es an. Und er wird es anpacken. Am Ende gab es langanhaltenden Applaus. Zu Recht. Für einen Schulleiter, der in den vergangenen 14 Jahren dem St. Augustin einen nachhaltigen Stempel aufsetzte.
Ja, meine Damen und Herren, die Schulwahl, die steht ja jetzt wieder an für viele Kids, die aus der 4. Klasse in die weiterführende Schule, nämlich ab der 5. Klasse weiterführende Schule gehen sollen. Welche nimmt man? Nimmt man das Gymnasium, nimmt man die Oberschule? Und um den Kindern und auch den Eltern zu zeigen, was die Schulen so können, gibt es Tage der offenen Tür. Die Oberschule in Grimma hat dies natürlich auch durchgeführt. Sehr erfolgreich hier die Bilder. Weit geöffnet waren Tür und Tor, als die Oberschule Grimma am Samstag zum Tag der offenen Tür ihre Gäste und vermutlich auch zukünftige Schülerinnen und Schüler begrüßte. Breit aufgestellt war das Rahmenprogramm, um sich vorzustellen. Und egal ob Schüler oder Kollegium, alle waren mit Begeisterung vor Ort. Wer die Schule gar nicht kannte, konnte sich vertrauensvoll an die Schülerlotsen wenden. Wir fragten, ob Schulleiter Steffen Kretschmer mit der Resonanz am Tag der offenen Tür zufrieden ist. Also der Eindruck, der jetzt entstanden ist für mich, ist nach wie vor, also jedes Jahr gute Resonanz. Der Tag der offenen Tür zielt ja ab auf die neuen Schüler, die sich jetzt bei uns anmelden, die neuen Fünftklässler mit deren Eltern. Und dort gab es schon eine ganze Reihe Gespräche. Also ich denke, wir können zufrieden sein, ja. Er erklärte auch, was die Oberschule am Wallgraben besonders auszeichnet. Wir haben ja nun schon seit ganz vielen Jahren unsere besonderen Angebote für die Fünft- und die Sechstklasse, also unsere Musik- und Sportförderklassen. Ich denke, das ist so ein Punkt, wo wir uns von anderen Schulen natürlich im Umfeld hier auch abheben. Ja, und dann gibt es eine ganze Reihe von Angeboten individueller Art, Arbeitsgemeinschaften. Und natürlich, also man sieht das heute auch an dem Tag der offenen Tür, es können sich die Eltern davon überzeugen, dass unsere Kollegen, also meine Kolleginnen und Kollegen, sehr engagiert sind, die Schüler mit einbezogen sind. Bei einem so vielfältigen Programm bleibt die Frage, ob alle Wünsche zur Aufnahme erfüllt werden können. Ja, und wir müssen dann abwarten. Ende Februar, Anfang März haben wir dann die konkreten Zahlen, dann müssen wir gucken. Aber ich denke schon, dass alles gut geht. Neben der Sportförderklasse gibt es auch eine Musikförderklasse und auch einen Chor. Zwei Mitglieder davon zeigten neben der Leiterin Konstanze Nitsche ihr Können. Bei den naturwissenschaftlichen Fächern wie zum Beispiel Biologie konnte man sich gleich einmal selbst versuchen. Unter dem Mikroskop waren Wasserflöhe zu sehen oder man untersuchte schnell sein eigenes Haar. Für Kinder mit Migrationshintergrund wird Deutsch als Zweitsprache angeboten. Vier Kollegen und Kolleginnen unterrichten in 15 bis 20 Stunden pro Woche die Kinder ohne Sprachkenntnisse. Joy aus Venezuela ist ein Jahr hier und Anka Vipa aus Thailand bereits 5 Jahre. Sie standen hilfreich für Fragen zur Verfügung. Im Technikgebäude war zu sehen, welches Fachgebiet in welcher Klassenstufe Thema ist. Das reicht von Werkarbeit, Computer, Übernähen und technisches Zeichen bis hin zur Ernährung und der Küche. Selbst wenn mal alles nicht so rund läuft, bietet die Schule mit Schulsozialarbeit und Axel Mönig Hilfe an. Doch was macht Schulsozialarbeit und kann man diese minimieren? Ich bin den ganzen Tag da, ich habe hier 40 Stunden. Wie man hier auf dem Zettel sieht, also ich bin für Schülerberatung da. Also berate Schüler in unterschiedlichen Notlagen, Problemen, die zum einen in der Schule entstehen, einfach weil hier 470 Schüler auf einem Haufen sind und da gibt es immer mal auch so Reibungen und Konflikte. Dazu bin ich da, aber natürlich auch bei Problemen innerhalb der Schule. Manchmal ist ja ein Lehrer doof oder eine Lehrerin. Auch für Freizeit ist gesorgt. Der Freizeit- und Schulclub bietet vielfältige Angebote, um die Zeit gemeinsam zu verbringen. Ja, so wie sich die Kleinen um die weiterführende Schule Gedanken machen müssen, müssen sich die Größeren um ihren Beruf Gedanken machen. Wie soll es weitergehen im Leben? Eine Lehrstelle oder vielleicht ein Studium? Dazu kann man sich gut informieren auf den Azubi- und Studienmessen, regional und natürlich auch deutschlandweit. Bei uns gab es auch eine in der Muldentalhalle. Studienwahl? Schwere Wahl. Unzählige Möglichkeiten, ob Studium oder Ausbildung, gab es zur mittlerweile 5. Azubi- und Studienmesse am 1. Februar in Grimma. Über 120 Ausbildungsberufe und Studiengänge wurden hier von mehr als 80 Unternehmen und Hochschulen aus der Region präsentiert. Deutlich wird, dass der Nachwuchs für Zukunftsperspektiven nicht in die Ferne schweifen muss. Berufliche Vielfalt gibt es auch vor Ort. Organisiert vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental konnten sich die Besucher neben Studienmöglichkeiten vor allem über Ausbildung informieren. Neben der Theorie wird auch die Praxis dargestellt. Gerade im Handwerk gestaltet sich die Suche nach Auszubildenden immer schwieriger, wobei die Nachfrage nach Handwerkern immer mehr steigt. Eine sichere Zukunftsperspektive ist also gegeben. Somit wurden hier auch viele praktische Beispiele geboten, um die in der Gesamtheit wenigen Ausbildungsinteressenten für die Vielzahl an Berufen zu gewinnen.
Die Besucher konnten sich informieren und selbst ausprobieren. Die Aussteller gaben einen umfangreichen Einblick in die Vielfalt der Berufswelten. Es lohnt sich auch ein genauerer Blick hinter die allgemeinen Berufsbezeichnungen. In Grimma bildet die Veolia zum Beispiel Fachkräfte für Abwassertechnik aus. Ein Begriff, der zuerst abstrakt klingt, hinter dem aber eine große Vielfalt steckt. Melanie Büchner, die in der Kläranlage Grimma arbeitet, liebt ihren Beruf. Die Rahmenbedingungen sind top, das Team stimmt und nach der Lehre wird eine Perspektive geboten. Ob Wartung oder Reparatur, die Bedienung von Anlagen, das Nehmen und Analysieren von Bodenproben, Bürotätigkeiten. Der Job ist an Vielfalt kaum zu überbieten, mit einem großen Wert für die Bevölkerung. Rund 120 Liter Trinkwasser werden in Deutschland durchschnittlich pro Tag pro Person verbraucht. Alle Prozesse, die hinter der Reinigung dessen stecken, werden von der Fachkraft für Abwassertechnik gesteuert. Zwar war das Interesse groß, die Aussteller haben sich jedoch mehr Zuspruch gewünscht. Dennoch konnten viele Gespräche geführt werden. Der Bedarf von Seiten der Unternehmen ist da, ob in der Pflege, in sozialen Berufen, Technik oder Handwerk. Nachwuchs wird händeringend gesucht. Dafür bot die Messe eine gute Möglichkeit. Eine Möglichkeit, um auch Mut zu machen. Mut zur Ausbildung oder zur beruflichen Veränderung. Vor Ort. Denn Karriere ist auch in der Region möglich. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir zu den Veranstaltungstipps für die nächsten Tage. Unter dem Motto "Endlich mal wieder richtig lachen" erleben Sie beim Festival der Travestie, Travestie in Höchstform und Reinkultur. Zum ersten Mal wird Festival der Travestie in die Muldentalhalle nach Grimma kommen. Also runter vom Sofa und rein in die perfekte Unterhaltung. Am Freitag, dem 7. März 2020, Beginn ist 20 Uhr. Karten gibt es bereits ab 33,90 Euro hier bei Muldental TV und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie gehört zu den 10 beliebtesten und schönsten Schlagersängerinnen des Landes. Am 7. Februar 2020 können sich die Gäste auf eine Show der Extraklasse im Schloss Wurzen freuen. Erstmalig präsentiert Annemarie Eilfeld ihre beliebte Show im Leipziger Land. Sie interpretiert Highlights bekannter Showgrößen von Pop bis Klassik. Annemarie Eilfelds Magic Diva Show live mit Special Guest Kevin Brain Smith aus DSDS. Seit über 15 Jahren steht sie bereits auf der Bühne und begeistert ihr Publikum mit viel Charme, Stimme und einer professionellen Bühnenshow. Annemarie Eilfeld gilt als die Lady Gaga des deutschen Schlagers. Das Ganze am Freitag, 7. Februar 2020. Da verzaubert sie das Muldental und performt vor ihren Fans Hits von Adele, Celine Dion, Dolly Parton, Madonna und vielen weiteren in 3 Sprachen. Beginn ist 19 Uhr. Tickets gibt es im Schloss Wurzen oder im Onlineshop auf www.schloss-wurzen.de. Hurra, bald vom 10. bis 22. Februar sind wieder Ferien. Über 30 Veranstaltungen sowie zahlreiche Freizeitangebote meldeten die Jugendhäuser, Freizeiteinrichtungen und Museen aus Grimma und Umgebung im Vorfeld der Ferien. Das Programmheft kann in der Touristinformation Grimma sowie in den Bürgerbüros und in den Bibliotheken mitgenommen werden. Am 8.2. am Samstag heißt es wieder Fasching um 19 Uhr in der Kulturscheune in Nümschen. Fasching meets Haus, wirklich eine super Veranstaltung. 19 Uhr gibt es auch noch eine andere wunderbare Veranstaltung, das Ganze in der alten Spitzenfabrik in Grimma, die 20 Liter Joghurt Album Release Show. Karten gibt's natürlich bei uns. Und es gibt auch weitere Karten für andere Highlights in diesem Jahr und auch schon im nächsten Jahr. So zum Beispiel kommt Howard Carbondale nach Leipzig am 6. Mai um 20 Uhr in der Arena Leipzig. 50 Jahre Howard Carbondale, die Show meines Lebens heißt das Ganze. 2021, und zwar am 14. März, kommt Oliver Pocher nach Leipzig ins Haus Auensee. Tanzen ist mein Leben. Comedy mit Tanzeinlagen, mit Sicherheit auch eine lustige Geschichte. Das Ganze 19 Uhr, wie gesagt, am 14. März 2021. Jetzt schon mal die Karten hier bei uns sichern. Traditionell lädt der Muldental Faschingsclub auch wieder zum Kinderfasching. Die kleinen Helden werden am 16. Februar von 15 bis 18 Uhr ganz groß in der Kulturscheune Nümschen gefeiert. An vielen Spiel- und Spaßstationen können die Helden ihre Superkräfte unter Beweis stellen. Tickets gibt es bei Muldental TV. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht, ich bleib dabei.
Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Sie brauchen Pass- und Bewerbungsfotos? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Im Muldental TV Fotostudio bekommen Sie zudem verschiedene Bilderrahmen. Und natürlich fotografieren wir Ihnen auch Ihre Porträts oder Familienfotos. Vereinbaren Sie einfach einen Termin und wir erfüllen Ihnen Ihre ganz individuellen Fotowünsche. Diskret und ohne Zeitdruck. Kostenlose Parkplätze finden Sie direkt vor unserem Geschäft in der Langenstraße 3 in Grimma. Und wenn Sie Ihre schönsten Urlaubsfotos bei uns ausdrucken möchten, dann kommen Sie einfach vorbei. Sie können die Bilder sofort mit nach Hause nehmen. Alles rund ums Foto bei Ihrem Muldental TV Fotostudio in Grimma. Öffnungszeiten und weitere Infos finden Sie unter muldentaltv.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Kürzlich hat sie wieder stattgefunden, die Grüne Woche in Berlin. Und das ist natürlich auch immer wieder Anlass, dass sächsische Unternehmen sich dort vorstellen und die Kunden natürlich hier zu uns in die Region locken. Grimma war unter anderem auch dabei. Wir haben mal so ein bisschen uns umgeschaut auf der Messe und ein Fazit gezogen. Alles immer frisch, gesund und spritzig. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Naturkost und Biostro aus Grimma. Vom 17. bis zum 26. Januar fand in Berlin die Grüne Woche, die größte Ausstellung zum Thema Ernährung und Landwirtschaft, statt. Auf der Messe hatte auch der Freistaat Sachsen eine eigene Halle. Wir haben uns bei einigen sächsischen Ausstellern umgehört, wie die Produkte aus der Heimat bei den Besuchern ankommen. Wie kommen denn die Produkte aus Sachsen hier auf der Grünen Woche an? Das ist nur die Sachsenhalle hier. Und wir sind schon seit 7 Jahren hier vor Ort. Haben wir schon wirklich eine Stammkundschaft und kommen eben auch jedes Jahr mit einer neuen Innovation. Läuft wie verrückt. Wir sind hier mit 5 Verbänden aus Sachsen, mit dem Kartoffelverband, mit dem Sächsischen Landesbauernverband, mit dem Fischereiverband, Landurlaub in Sachsen und natürlich der Sächsische Landfrauenverband. Und das machen wir jetzt schon zum 3. Mal und das kommt super an. Erstens ist es eine personelle Geschichte. Jeden Tag ist jemand anders am Stand, kann Auskunft geben. Und ich denke mal, die Verbraucher, die uns hier besuchen, sind sehr begeistert. Ist immer was los bei uns am Stand. Heute haben wir eine Bindefrau, eine Landfrau aus Thiendorf bei uns, die erklärt das Binden eines Kranzes. Gestern hatten wir die Lausitz bei uns am Stand, die heute auf der Aktionsfläche tätig ist, die Helene Herberg. Sie gestaltet die Lausitzer Ostereier mit Bienenwachs. Und so ist immer was los. Mein Name ist Uta Moritz, ich bin die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten. Wir vertreten hier die Stadt Oschatz, Kleinstadt in Mitte von Nordsachsen. Und wir freuen uns, dass die Resonanz ganz gut ist auf unseren Stand und auf unsere Stadt. Ja, ich bin Stefan Kubitz, Geschäftsführer von Menschenlimon aus Heinewalde. Wir haben Limonaden, 16 verschiedene Sorten. Die Besucher sind mit unseren Produkten äußerst zufrieden. Wir haben also, glaube ich, relativ einmalige Produkte, da wir eine reine Zuckersüßung haben, keine Süßstoffe, keine Konservierungsstoffe, nur Mehrweg, nur Glas. Und ja, Besucher sind sehr zufrieden und wir natürlich damit auch. Was kommt am besten an? Welche sind Limon? Am besten aktuell die Gurke-Zitrone, weil das doch sehr speziell ist. Natürlich aber auch unsere Standardprodukte, Himbeere, Waldmeister und so weiter. Hallo, ich bin der Jens von der Braumanufaktur Radebeul. Wir bieten handgemachte Biere an. Die Kundschaft ist begeistert, wir sind sehr zufrieden. Ich bin Michael Friedrich von der Stonewood Braumanufaktur, bin Geschäftsführer und Braumeister zur gleichen Person und bin seit dem 3. Jahr oder jetzt das 3. Jahr hier auf der Grünen Woche. Und jedes Jahr verkaufe ich letztendlich mehr Bier aus Chemnitz, aus der Braumanufaktur. Die Biere kommen sehr gut an. Also der Geschmack des Bieres trifft auch genau den derzeitigen Biergeschmack der Kunden. Zum Abschluss der Messe konnten die Aussteller über 400.000 Messebesucher verbuchen, die 52 Millionen Euro ausgaben. Damit war die Messe wieder ein voller Erfolg, auch für die sächsischen Aussteller. Thank you.
Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der logopädischen Praxis Yvonne Pavlik. Mit allen Sinnen zur Sprache. Sonntags, 16 Uhr in Grimmers Muldenhölle, setzten sich die Volleyballdamen des VV Grimmer die Zielstellung, durch einen erneuten Sieg die Tabellenspitze vom Mitkonkurrenten VCU Dresden wieder zu übernehmen. Empfangen wurden im Spitzenspiel der zweiten Volleyball-Bundesliga Staffel Süd vor heimischem Publikum die Mannschaft des VC Neuwied. Neuwied, die das Hinspiel vor 440 Zuschauern erst im Tiebreak für sich entscheiden konnten, reisten mit einem ersatzgeschwächten Kader in Grimmer an. Doch stand auf ihrer Agenda, auch diese Begegnung, wenn möglich, für sich zu entscheiden. Diesem Vorhaben kamen sie bereits am Anfang des ersten Satzes ein Stück näher. Mit keiner guten Erinnerung aus dem letzten Heimspiel musste Grimmers Anhang dann doch etwas länger auf den ersten Grimmerer Punkt warten. Beim Stand von 0:3 aus Grimmerer Sicht nahm Coach Ronny Lederer die erste Auszeit. Diese sollte in der eigenen Mannschaft für Selbstvertrauen sorgen und bescherte Postwenden den Muldestädterinnen durch Elena Kömmling den ersten Punkt. Einmal einen Anfang gemacht, übernahm man mehrfach die Führung, doch konnte der Gast vorerst immer wieder ausgleichen. So schaffte es keine der beiden Mannschaften, sich ernsthaft einen Vorteil zu erspielen. Erst kurz vor der zweiten technischen Auszeit schafften es die Neuwiederinnen, sich mit 3 Punkten abzusetzen, welche aber vom Gastgeber wieder aufgeholt wurden. Beim Stand von 18:18 ergriff nun Neuwieds Coach Dirk Groß die Gelegenheit und verschaffte seinen Damen eine kleine Pause. Auch wenn Grimmer noch 2 Punkte erzielen konnte, so ging dann doch der erste Satz mit 25:20 an den Gast aus Neuwied. Im Satz 2 dann ein ganz anderes Bild. Grimmer nahm von Anbeginn die Führung in die eigene Hand und erspielte sich langsam, aber dafür stetig einen kleinen Vorsprung. Bis zu 6 Punkte betrug dieser dann zur zweiten technischen Auszeit. Die erste Chance, um auf 1:1 nach Sätzen auszugleichen, ließ Grimmer im ersten Anlauf noch verstreichen. Doch schon den zweiten Satzball versenkte Steffi Kuhn zum 25:17 im gegnerischen Feld. Ein Wechselbad der Gefühle herrschte anfangs im dritten Satz. Keine der beiden Kontrahenten konnte oder wollte sich ernsthaft vom Gegner absetzen. Grimmer ging in Führung und Neuwied glich wieder aus. Doch ab dem 8:8 sollte sich Grimmer wieder seiner Stärken besinnen und schaffte es mit der Unterstützung der 455 Fans im Rücken, den Abstand zum Gegner stetig, aber sicher wieder anwachsen zu lassen. Über 12:9, 18:12 bis zum 24:20, Grimmer beherrschte nun das Geschehen auf dem Feld. Bei eigenem Aufschlag saß diesmal gleich der erste Satzball. Mit 25:20 sicherte sich der VVG diesen dritten Satz und erhöhte auf 2:1. Der Anfang des vierten war fast ein Ebenbild des dritten. Nach ganz kurzer Führung der Gäste war es dann das Mulde-Team, welches das Spielgeschehen weitestgehend in Grimmers Muldenhölle bestimmte. Immer wieder vom Hallensprecher Volker Klaus nach vorn gepeitscht, unterstützten die Zuschauer mehr und mehr ihre Mannschaft. 10:7, 17:11, 22:15. Grimmer ließ nicht locker, wollte den Sieg und sollte ihn letztendlich auch bekommen. Und ausgerechnet Neuwieds beste Spielerin Zoe Liedke beförderte den Ball zum 25:19 Grimmerer Satzgewinn ins Aus. Mit 3:1 sicherte sich der VVG den 6. Sieg in Folge und übernahm erneut die Tabellenführung der 2. Bundesliga Süd. Als beste Grimmerer Spielerin wurde Kapitänin Julia Eckelmann geehrt. Auch das nächste Punktspiel wird kein leichtes werden. Am Samstag, dem 8. Februar, geht dann die Reise zum Tabellendritten der 2. Mannschaft der Roten Raben aus Vilsbiburg. Mit den Bildern vom Volleyball verabschieden wir uns aus dem Regionalmagazin. Aber Sie müssen noch nicht zum nächsten Sender wechseln. Nein, bleiben Sie unbedingt dran, denn bei uns geht es weiter mit einer Bürgersprechstunde. Und diesmal ist es die erste Bürgersprechstunde aus Brandis. Es präsentiert sich der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse. Viel Spaß dabei und schalten Sie das nächste Mal wieder ein.